Hallo, ich begrüße euch hier zu meinem Balance-Training. Ich benutze es, um die Stabilität zu trainieren für meine Karate-Techniken. Ich benutze es auch in meinem allgemeinen Training und gleichzeitig mache ich auch andere Übungen damit. Zum Beispiel benutze ich es gleichzeitig als Atem- und Aufmerksamkeitstraining und damit fange ich jetzt auch an. Ich zeige euch noch kurz die Pads, die ich dazu benutze. Es sind tandemübliche Sitzpads. Auf der einen Seite sind so Noppen dran. Das ist sehr gut, wenn man draufsteht, dann hat man gleichzeitig auch noch die Füße, die reflektorischen Anteile der Füße noch mit trainiert, was ganz toll ist. Und auf der anderen Seite ist so ein bisschen rutschfeste Seite angebracht. Wenn man sich sowas anschafft, sollte man ein bisschen darauf achten, dass sie von der angegebenen Last gut sind. Also die sind jetzt pro Pad 100 Kilogramm angegeben, das dürfte reichen. Aber es ist wirklich wichtig, denn die Dinger können auch platzen. Deswegen gebt ruhig ein paar Euro mehr aus und kauft euch gute. So, der Anfang, den ich hier machen möchte, ist mein Atem- und Aufmerksamkeitsschulung, die ich auf diesen Pads ausführe. Gleichzeitig trainiere ich auch die kleinsten Muskelanteile meiner Wirbelsäule, die Muskel, die von Wirbelkörper zu Wirbelkörper gehen. Propriozeptorentraining auch, um einfach diese Stabilität zu trainieren. So, nun geht es los mit dem Aufmerksamkeits- und Atemteil. Ich benutze dazu zwei Bälle, um meine Aufmerksamkeit mit zu schulen. Bei dieser Atemübung geht es mir darum, das sympathische Nervensystem runterzubringen. Es ist vielleicht gut nach einem stressigen Tag, wo ich mein Training damit starte und versuche wenig einzuatmen oder kurz einzuatmen und meine Ausatemphase immer länger werden zu lassen. Und da könnt ihr jetzt mal zuschauen. Ich euch den karate-technischen Anteil und das, was ihr mit den Pads anstellen könnt. In der Anfangsphase werdet ihr sicherlich erstmal Zeit benötigen, um auf den Pads überhaupt sicher stehen zu können. Und ganz wichtig, die Pads dienen nicht zum Konditionstraining, sondern wirklich um eine Bewegung zu schulen und dafür führt man sie auch langsam aus. Die Techniken im Stand, die ihr nur auf den Pads macht, die könnt ihr gut kräftig ausführen und auch dann etwas schneller. Und nachher, wenn wir in die Bewegung gehen, dann sollte man das wirklich sehr behutsam am Anfang machen und mit sehr viel Aufmerksamkeit, einfach um Verletzungen zu vermeiden. So, als erstes zeige ich euch die Standübung.
Standübung soweit gut beherrscht, dann könnt ihr auch in die Bewegten gehen. Das heißt, so mit einem Bein vom Pad runter und wieder rauf. Und da wird das Ganze noch ein bisschen schwieriger und hier auch ruhig mit dem Tempo wirklich runtergehen. Dritte Stufe für mich die anspruchsvollste Stufe ist, die Beinarbeit als Fußtritt noch mit einzubringen. Was ihr sicherlich schon gesehen habt, wunderbar werden die Beine, die Füße trainiert und ihr habt nachher das Gefühl, wenn ihr von den Pads geht, als würdet ihr wirklich wie ein Fels in der Brandung auf dem Boden stehen und tief verwurzelt und verankert euch fühlen. Gut, der dritte Teil mit Beinarbeit. Einblick in mein Balance-, Aufmerksamkeits- und Standfestigkeitsübungsprogramm mit den Pads. Wenn ihr Kommentare geben wollt, dann freue ich mich darüber. Unten dran könnt ihr das tun und suche auch jedem Kommentar eine Antwort zu geben. So, bis zum nächsten Mal. Arigato gozaimashita.